Moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück bei Raccoon City mit dem Steve und mir. Warte, muss ich die Kiste aufmachen. Was ist da drin? Willst du nehmen oder sollen wir den lassen? Nimm du. Na super, meine Arme. Der hat nur 10 Schuss! Siehst du? Dümmste Primärwaffe, die du willst eigentlich mitunter. Ich hab's ja nicht gelassen. Identifizieren Sie sich! Der hat einfach die Desert Eagle, was zum Fick. Mir fehlt irgendwie Story. Helf mir mal auf die Sprünge. Ich kenne das Ende von Raccoon City. Du kennst es schon? Ja, ich hab's glaube ich mal gesehen vor Jahrhunderten. Keine Ahnung mehr. Ja, aber mir fehlt Story. Wo kommt der her? Wer ist das? Was hat das damit auf sich? Kennedy ist ein Hauptcharakter aus dem 4. und aus dem 6. Es ist ein Polizist. Und der taucht einfach gerade mal so plötzlich auf, oder was? Ja, ich glaube, der ist noch nicht allzu lange Bulle. Okay, Paar. Muss nachladen. Brandgranate! Es muss ja irgendeinen Grund haben, dass der jetzt auch auf einmal hier mit auftaucht, oder nicht? Also in der Theorie schon, ja. Aber ist Raccoon City nicht einfach nur so ein Zwischending von der ganzen Reihe? Der Ausbruch in Raccoon City, doch. Im 6. Teil hat Leon S. Kennedy das Problem, jemand schiebt ihm das in die Schuhe. Ihm? Diesen Ausbruch, ja. Ah! Falls ich sterben sollte, sag meinen Zuschauern, ich hab's gern! Ich werd einfach mal unsichtbar und hau ab. Alter, ich hab ein riesiges Problem! Granate fliegt. Alter, das war ein Massaker, das ist die Granate. Wo bist du denn? Ich bin bei dir, ich bin rübergekommen extra. So, Granate fliegt. Hier vorne müssen wir hin. Wenn das Ding jetzt verschlossen ist, dann raste ich komplett aus. Das wäre ein schlechter Witz. Alle tot? Bleib liegen, du Schwein. Hast du Antivirus-Spray? Ich hab einen bei mir. Da drüben ist Kennedy. Ich bin keins von den Dingern! Hör auf zu schießen! Wir haben doch gar nicht gesch... Ja gut. Ja, aber natürlich, wir schießen aber eigentlich auf ihn, weil wir ihn ja kalt machen sollen. Wir sollen Kennedy kalt machen. Müssen wir die jetzt unbedingt erledigen, oder was? Ja. Lass mich doch mal los, du Kackding. Vorsicht. Wir haben beide draufgehauen. Scheiße. Ja. Warte mal, jetzt reicht's mir. Jetzt erledigt das Scheißding im Nacken. Einfach weggetreten, ey. Ich trete das Ding gerade die komplette Treppe. Was? Nein, ich wollte nicht das betätigen! Danke, er ist endlich tot. Wo bist denn du? Boah, die halten so verflucht hier aus.
Ich hab kaum noch Muni. Hier liegt Munition noch rum. Da liegt, da vorne ist eine Box. Ah, mit der Hammer gehen die Dinger doch gleich schon ein bisschen schneller rein. Kommen sie aus dem... Ja, schön. Hast du Antivirus-Sprays? Nee, nicht mehr. Das hatte ich aus Versehen aktiviert. Liegen welche. Jetzt habe ich wieder eins. Hier liegt noch eine Pflanze, die du nehmen kannst. Pflanze, 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 yo. Wir müssen hier irgendwie raus. Sie sind weg. Ihr habt sie verloren. Verdammt. Verdammt. Ja, was vielleicht daran liegt, dass wir gerade voll gespammt. Das Management hat die Geduld verloren. Wir gehen über zu Plan B. Delta Team, ihr seid jetzt allein. Wissen wir von Plan B? Wir vernichten sie und Ende. Richtig? Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Ja, wie das... Wir werden zum Verrecken dagelassen wahrscheinlich. Deswegen auch, dass wir alleine sind, meinst du? Ja. Am Bluten. Haben wir etwa neben den Zombies auch noch die Dingens dabei oder was? Ja, haben wir. Und? Wie cool, Alter. Ich kann denen eine Waffe an den Kopf halten, sind sie entweder abstechen oder. Wow, wow. Ich bin infiziert. Komm her, komm her, komm her! Ja, ich hab selber noch eins, hab selber noch eins. Na gut. Ich hab's dir nur an. Ich wollte dir nur helfen. Ja, ich hätte aber noch eins. Und hier liegt in der Garage liegt auch noch eins drin. Danke für das Angebot. Ich muss nachladen. Halbautomatisches Gewehr, wenn du möchtest. Ich will mal wissen, wie das so ist. Es hat nur 40 Schuss. Hast du noch eine erste Hilfe eigentlich? Vorsicht, da haben wir einen Scharfschützen da drüben stehen. Wo? Da drüben auf dem Jetzt habe ich 19 Frames. Was soll die Scheiße denn? Scheiße, ich bin out of the, außerhalb. Ich hab das halbautomatische Gewehr, warte, dann mache ich das. Steve? Du hast das Spiel verlassen. Spielbindung wird erneut aufgebaut, bitte warten. Was? Die Spielsitzung wird in eine Offline-Kampagnensitzung umgewandelt. Tosas hat das Spiel verlassen. Ja geil, jetzt mach ich das alleine oder was? Ja, müssen wir es halt nochmal machen gleich. Also können wir. Wir müssen die ganze Mission nochmal machen. Ich weiß weil, es nicht. Weil dein liebes Internet wieder meinte. Das war nicht mein Internet, Steve. Du warst der Erste, der das Spiel verlassen hatte. Nein, du hast bei mir genau das Spiel verlassen. Außerdem hat es müsste es ja nicht mit meinem Internet zu tun gehabt haben, weil sonst hättest du sonst wäre ich aus dem Teamspeak geflogen. Wir dürfen die ganze Muni nochmal machen. Die ganze. Muni? Ja, die ganze nicht Muni. Die ganze Mission nochmal. Verbindung wird erneut aufgebaut. Hä, bitte warten. Also, wäre ja sehr nice. Dum, 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 dum. Ja, ich spiele hier gerade alleine. Ja, Verbindung wird erneut aufgebaut, steht bei mir, nachdem ich Escape und Beenden gedrückt habe. Ja, kann ich das vielleicht auch abbrechen oder so? Ich blute. Scheiße, ich blute. Hier. Danke, Walter. Ja, dann beende du auch mal. Ja, dann drücke ich jetzt Alt F4. Bis gleich.
So, ich habe das Spiel mit Alter 4 beendet. Ja, und die Zuschauer hören bei mir jetzt noch immer alles, aber whatever. Gut, bis gleich. Moin, liebe Zuschauer, und da sind wir wieder. Ich muss gestehen, Respekt, es hat diesen Speicherpunkt hier gehalten, ja, ich bin begeistert. Ich führe inzwischen hier mit 100 Schuss inzwischen die Ravager. Ihr habt sie verloren! Ja, Leute, wir kennen den ganzen Text schon, wir wissen auch bestimmt schon nichts, was Plan B ist. Das Management hat die Geduld verloren. Wir gehen über zu Plan B, Delta Team. Ihr seid jetzt allein. Wissen wir von Plan B? Willst du's wissen? Wir machen unseren Job und klären später. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Da raus damit, genau. So, wir Games for Windows Live macht den Scheiß nochmal. Weil scheinbar hat Games for Windows Live uns beide einfach ausgelockt und somit waren wir natürlich nicht mehr verbunden. Also die sieht krank, also die macht keinen krank. Sprich, Leute, kauft euch niemals ein Spiel über Games for Windows Live. Das ist mir jetzt auch scheißegal, ob ich jetzt plötzlich so anhört, als würde ich irgendwas schlecht reden, aber es ist doch wahr. Hilfe, ich bin ziemlich stark verwundet. Ich habe nichts für dich. Fuck, ich bin infiziert! Ich auch, sie sind ein Zombie, ich bin direkt tot. So, ich mach erstmal kurz für mich. Und komme dann zu dir. Los, dir geht's wieder gut. Lieben gern. Die würde ich gerne testen, wie die ist. Was, die Ravager? Ja. Meine. Ja, ich mach diese blöden Penner da hinten mal weg. Ja, der kriegt keinen. Bertha? Wir haben Bertha nicht, wir haben Spektre! Ja, ich hab Bertha nicht reingemacht. Na super, das heißt, ich werde sterben. So, ausgeschaltet. Ja, ich brauch auch Leben. Super, wir kämpfen jetzt ohne Bertha. Leichtes MG aufnehmen, Anti-Virus-Spray, dann nehme ich mal Ravager. Schon ein Scharfschützer haben die, oder was? Gut, wenn du das Kraut nicht willst, dann nehme ich's. Granate! Achtung! Was ist los? Was ist denn los? Ich bin tot. Da ist eine Bremse. Egal, wir haben Lupo. Ja, und? Ich weiß nicht, die Ravager ist eigentlich ganz geil soweit. Zack. Was ist das für ein Guck mal, Geräusch? Ich sehe dich. Das oh nein, ich weiß, was dieses Geräusch ist. Irgendwie ein Hubschrauber. Die holen uns ab. Na, das glaubst du ja wohl selber nicht. Nee. Die wollen uns wahrscheinlich direkt gleich mit über den Haufen mähen oder so. War das nicht irgendwie vorauszusehen? Ton! Warte, hell! Nein, das sind die werfen Sprengsätze ab. Adios, Welt! Umbrella Ach, das ist Plan D. Die versuchen uns zu töten. War das nicht absehbar? Nee, tun sie gar nicht. Okay. Oh, verdammt! Was passiert da? Ah, die setzen. Aha, die wollen uns so sehen. Ja, das war's. Ich bin. Nein.
Ich hätte meine AK behalten sollen, ich hätte eine höhere Feuerrate. Die Ravager ist gut, aber die Miliz AK ist immer noch das Beste irgendwie. Gut, das waren jetzt, das merke ich jetzt 9000 Punkte später, aber... Was ist hier? Ich bin jetzt bei dem Punkt, wo man sein soll. Ja, wir haben aber die Theorie nicht erledigt. Scheiße, hier kommen immer mehr! Komm her und heil dich. Die haben auch so viel BOWs dabei. Oh, die BOWs schlucken so viel. Hä? Hier ist der Punkt. Na, ich nehme jetzt mal nämlich wieder meine AK mit. Ich stehe am Punkt. Ah. Tarnmodus aktiviert. Weißt du was? Was? Go! Fuck! This. Ja! Self! Ich freue mich nicht davon. Ich bin übrigens tot. Ich geh mal auf deine Sicht, damit man was wenigstens sieht. Achtung! Man sieht dich kämpfen. So, Hilfe für mich und so wäre geil. Ich würde mal wieder leben wollen. Ja, fall hin. Was ist der Wichser mit seiner Show? Da ist der Wichser mit seiner Schrotflinte, den kann. Alter, ich mach meine AK wieder ran, die war so viel besser. Ravager feuert mir zu langsam. Achtung, hinter dir! Siehst du, gut, dass ich dir zuschaue. Diese Infizierten sind immer ganz hässliche. Spectre ist auch tot. Danke dir! Kein Ding, ich kümmere mich noch um den anderen. Alles wieder gut, hier geht's wieder gut. Hunter! Ne, nächste! Fuck! Fuck the shit! Und hier ist kein Punkt, wo wir irgendwo hinreden können. Müssen die alle abwehren. Hat Lupo ja gesagt, vernichtet alles, was im Weg kommt. Schießende Gegner sind mir aber um einiges unangenehmer. Paar Bilder ist zu viel, Oh, die MS-21er, wie die heißen, sind sogar blendimmun. Ich bin übrigens fast tot. Nur auf welche Distanz der einen umschmeißt, ne? Siehst du, ich sag doch, ich bin fast tot. Da könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, den Nerv töten, den Mistgeburten. Wo bist du, da bist du. Alter, könnt ihr mal aufhören, mich ständig umzuschmeißen. Messer dich ins Grab, Freundchen. Das schafft man nicht. Das ist unfair, Junge, ich kann nicht mehr aufstehen. Wir wissen aber direkt, wo du bist, merkst du das? Uwe. Das hat dir geklappt. Ja, gib dir das mal, da will ich mich einfach wärmer umschmeißen. Das ist nervig. Ja, natürlich. Weißt du, irgendwas kickt mich immer um. Die ganze Zeit, permanent. 24/7 werde ich umgeschmissen. Wie sollen wir das denn bitte direkt in Deckung bleiben, warte. Gibt's einen Granatwerfer, mit dem das geht? Wenn du mir Deckung gibst, kann ich das machen.
Ich brauche halt eine gewisse Zeit zum Nachladen mit dem Ding. Die BOW überleben halt einen direkten Granatwerfer-Einschlag neben sich. Ich hab gesagt, Revenger aufnehmen. Mann, ich mach dich so Krankenhaus-Freundchen. Ja, oh, genau, du machst Krankenhaus und... Genau. Liebes Auto, du stirbst jetzt. Hier ist ein BOW, den ich meine.